Schneller kannst du auch sein, oder? Cool, wenn jemand gegen mich fliegt, krieg ich einen Kill. Ja, fast die Hälfte der Zeit habe ich rum. Scharfschützen. Cool, repariert da jemand mal was. Sowas von klar. Eigentlich hätte ich mein Schutzschild aufbauen wollen. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Ich informiere Lord Vader. Moment, kann ich euch zu Diensten halten? Darf ich nicht mit 22 Sekunden... Oh, scheiße. Jetzt weiß ich, was das Problem war. Jetzt weiß ich auch, warum ich beim Hintern gestartet bin. Egal, Vader ist ja schnell. Er verschwindet für mich. Die Schilde der Rebellen sind deaktiviert. Wir rücken vor und nehmen den hinteren Hangar ein, um unseren Angriff auf das Transportschiff der Rebellen vorzubereiten. Sag mal, so. Hey, hast du gut erkannt. Kriegst einen Keks. Und du nicht mehr. Oh, jetzt bräuchte ich Imperator Palpatine. Wäre mir was einfacher. Ich darf den Typen nicht verlieren. Mist, fast hätten wir den Rebellenabschub gehabt. Die
Hangar wartet ein Orbital-Angriffssignal auf Sie. Nehmen Sie es und platzieren Sie es unter dem Transportschiff. Das Kommando leitet mit den Koordinaten des Signals einen massiven Angriff ein. Versagen wird nicht geduldet. Achten Sie auf die Flanken! Ja, super. Hervorragend! Jetzt beschützen Sie das Signal. Wir peilen Ihre aktuelle Position an. Vader, Sie machen den Feind. Schnell wieder hin, aber dennoch effektiv kämpfen. Okay. Jetzt werde ich wohl doch eine Schocktruppe nehmen müssen. Koordinaten bestätigt. Gebiet sofort verlassen. Unser Angriff auf den Transporter beginnt sofort. So schnell kann man ein bestimmtes Gebiet verlassen. Sieg! Als die Rebellen flohen, versammelte sich die 501. an einem brennenden Bunker und schickte einen Freudenschrei zu den Sternen. Die Rebellion war am Ende. Jawohl. Der Todesstern wurde neu gebaut. Größer denn je. In der Galaxis herrschte endlich wieder Ordnung. Nicht zuletzt dank der tapferen Männer der 501. Die sind ja auch cool drauf. So, das war's mit der Kampagne vom Let's Play. Und jetzt stelle ich euch gleich nochmal ein paar Mods vor. Unter anderem, ich nenne schon mal die Namen. Das sind Battlefront Extreme, das Conversation Pack 2.0, The Dark Side und The Dark Times heißt es ja. Und der letzte war dann Death Side Mod. Tja, und dann hoffe ich, dass ihr gleich damit zukommt.